Und herzlichen Glückwunsch, Dennis Schröder. Ja, vielen Dank. Schön, das Strahlen zu sehen, das ist, glaube ich, eingemeißelt. Und eigentlich sollte die Zeit jetzt erstmal der Familie zu Hause gehören. Deswegen auch nochmal doppelten Dank, dass der erste Fernsehauftritt jetzt bei uns stattfindet, Dennis. Das ist ein Märchen. Ja, erst die USA weggehauen und dann im Finale, 21 Sekunden vor Schluss, diesen entscheidenden Korbleger durch Dennis Schröder. Wie erinnern Sie sich an den Moment? Was war in der Sekunde in Ihrem Kopf los? Wissen Sie es noch? Ja, natürlich. Ich habe nur gehofft, dass ich den letzten Punkt mache, weil die hatten noch 20 Sekunden auf der Uhr, glaube ich. Wir waren nur plus zwei. Und ja, dann habe ich natürlich auch an meinen Papa gedacht, an dem Drive. Und ja, bin hart zum Korb und habe zum Glück die zwei Punkte gemacht. Und aber nichtsdestotrotz, also das waren die letzten zwei Punkte, aber mein Team, die haben echt abgeliefert bei der WM. Das habe ich auch öfters gesagt. Ohne die wären wir auf jeden Fall nicht Weltmeister jetzt. Das muss man sich mal bewusst machen. Sie kommen aus der besten Basketballliga der Welt, spielen bei den legendären LA Lakers und sagen bei dieser WM über die deutsche Nationalmannschaft, das ist das beste Team, in dem ich je gespielt habe. Ich frage mal lieber nach ernsthaft. Ja, also ich rede von natürlich Teamchemie, von dem Charakter in der Kabine. Ich glaube, da hatte ich, also in Atlanta kann ich mich erinnern, hatte ich in meinem zweiten Jahr auch wirklich sehr gute Leute um mich herum, sehr gute Veteranen und auch sehr gute junge Spieler. Aber die Nationalmannschaft, die ist anders und ist natürlich immer für mich eine Riesenehre bei der deutschen Nationalmannschaft aufzutreten, natürlich den Support zu spüren von den ganzen deutschen Fans, die immer bei den Spielen dann auflaufen und uns natürlich reichlich unterstützen. Aber das Team ist special. Als Sie 13, 14 waren, waren Sie schon mal in so einem Auswahlcamp für die Jugendnationalmannschaft der deutschen Basketballer. Wissen Sie noch, was man Ihnen damals gesagt hat? Ja, früher war es, wie gesagt, also man macht auch Fehler im Leben, aber Leute haben mir gesagt, dass ich im Basketball, deutschen Basketball, keine Zukunft habe. Ich habe das natürlich als Motivation genommen und habe halt gesagt, ich werde hart dafür arbeiten, dass ich irgendwann natürlich jetzt hier an dem Punkt stehen darf mit meinen Teammates und mit der Organisation, mit der deutschen Nationalmannschaft. Und die ganze harte Arbeit, die ich reingesteckt habe, die meine Teammates reingesteckt haben, hat sich ausgezahlt. Das, glaube ich, kann man so sagen. Also da werden manche auch ihr Urteil von damals spätestens jetzt am Sonntag revidiert haben. Sie haben gesagt, Sie haben in der Schlussphase an Ihren Vater gedacht. Sie hatten Ihre eigene Familie in der Halle immer dabei. Und es war am Sonntag Mamas Geburtstag. Ihre Mutter hatte am Sonntag Geburtstag. Wissen Sie noch, was Sie ihr im Interview versprochen haben danach? Genau, also wir haben auch vorher gesprochen und kurz vorm Spiel, bevor ich rausgelaufen bin. Und da hat sie gesagt, das beste Geschenk wäre, wenn ich dein Trikot Ende des Spiels, natürlich, wenn ihr Gold geholt habt, kriegen kann. Und natürlich 10. September, das ist ihr Geburtstag. Und ich habe dann direkt in die Gruppe geschrieben bei meinen Teamkollegen, habe gesagt, ey, das ist das, was meine Mutter sich wünscht. Und die Teamkollegen waren direkt locked in und wussten, okay, wir müssen den Sieg holen. Und deshalb. Ja, zum Glück haben wir es gemacht. Okay, also demnächst wichtige Spiele nur noch am 10. September. Und der nächste Geburtstag steht übermorgen an. Sie werden 30 und waren auch im Interview schon wieder ein bisschen leichtfertig. Sie haben gesagt, ich feiere auf jeden Fall hier in Deutschland mit meinen Fans. Nur, dass wir alle wissen, wann sollen wir wohin kommen? Ich hab ein Event um 13.30 Uhr, glaube ich, am Rathaus, weil ich mich ins Goldene Buch einschreiben lasse. Braunschweiger Rathaus. Genau. Glaube ich, Rathaus oder Altstadtmarkt. Ich weiß nicht ganz genau. Aber ich werde das auf jeden Fall auf meinen Social Media Kanälen noch posten. Und da werden natürlich auch viele Fans eingeladen und Leute, die Bock drauf haben und das natürlich feiern wollen mit mir, die können natürlich auch dort sein.
So, liebe Stadt Braunschweig, es tut mir leid, aber es könnte ein bisschen voller werden bei euch übermorgen. Also, auch wenn der Sonntag schwer zu toppen sein wird, eine schöne Feier am Freitag. Und bis dahin genießen Sie diesen Wahnsinn, den Sie am vergangenen Sonntag erreicht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute wieder miteinander sprechen konnten. Dennis Schröder. Vielen Dank.